Und schon haben wir ein völlig übertriebenes Setup. Ich verstehe nicht, warum jemand dabei im Hintergrund einen Handstand machen muss. Hi, es passiert wirklich. Wir machen heute ein Unboxing-Video. Ja, eigentlich will ich sowas auch nicht machen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das Ding schon mal auspacke, dann solltet ihr auch dabei sein. Und zwar geht es heute um einen Pro Mobile Cage von Smallrig. Ich habe zuletzt diese Variante hier verwendet. Das ist so ein, so ein Hand-Cage-Rig, wie auch immer. Allerdings muss ich sagen, ist diese Plastikkonstruktion hier für 18 Euro irgendwie doch ziemlich lavede und hat mich nie glücklich gemacht. Sie ist zu groß, um sie wirklich mitzunehmen. Wenn man es nicht vorhat und wenn man irgendwas vorhat, dann nimmt man irgendwie auch nicht das Ding mit. Ich habe mir hier ein Unboxing-Messer zugelegt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Damit kann man Folien zerschneiden. Blöd nur, dass die Folie schon offen ist. Oh, das geht sehr smooth. Also es ist drin hier so eine Gummierung, die das so schön einfängt. Das ist geil. Das sieht jetzt aus wie so ein Baustellenhandy. Das Schöne ist jetzt nicht nur, dass das Ganze jetzt hier irgendwie stabil ist, sondern eben, dass wir hier verschiedene Anschlussmöglichkeiten haben. Also das hat mich persönlich sehr gereizt, weil ich hier nämlich was vorhabe. Das zeige ich euch nämlich gleich, bezüglich Ton. Ich kann hier, da ich zufälligerweise hier schon so ein Smallrig-Griff habe, hier. Von meinem Cage. Ich muss dazu nochmal sagen, also das ist jetzt hier nicht paid. Ich habe den Scheiß auch nicht geschenkt bekommen, sondern musste ihn wirklich kaufen. Jetzt stehe ich hier vor meinem ersten Problem, nämlich dass hier oben quasi zwei Löcher sind für die Schrauben, aber die Schrauben hier, so wie sie jetzt an diesem Grip Handle sind, sind zu nah beieinander. Das geht also nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Was man jetzt hier machen kann, ist hier an der Seite reinzugehen. Das ist schön für Hochformate. Wenn ich jetzt Querformat filmen will, glaube ich, werde ich nicht so glücklich. So, ich habe jetzt mal die Schrauben angebracht, war ein bisschen fitzelig, aber hat soweit funktioniert. Jetzt das Hauptding, warum mich das interessiert hat, ich wollte natürlich nicht irgendwie einfach nur einen Griff ans iPhone schrauben, sondern mein Plan war ein anderer. Und zwar geht es dabei um die Rode Wireless Go Mics. Ich habe die schon mal in einem Video empfohlen, da habe ich nämlich mal so konstruiert, dass man so ein Setup ja verwenden könnte, um anzufangen, Filme zu machen. Wobei ich auch anmerken muss, dass es vielleicht gar nicht der effizienteste Low-Budget-Weg ist, weil diese Kombination allein schon das iPhone teurer ist als viele wirklich professionelle, vernünftige Kameras. Ich experimentiere damit selber gerade rum und ich bin ehrlich gesagt ziemlich geflasht, wie das Ganze aussieht. Also es ist unglaublich, was hier so technisch möglich ist. Aber ich will euch damit nicht langweilen. Ich packe am Ende noch mal ein bisschen Testmaterial rein, wo ich dieses Setup heute Abend ein bisschen probiere. Jetzt brauche ich, um das Ganze hier an das iPhone zu bekommen, natürlich erstmal noch einen Adapter von Lightning auf kleine Klinke. Wirklich danke, Apple, für die Produktdesigner, die überlegt haben, beim iPhone keinen Kopfhörereingang mit Klinke mehr einzubauen, gibt es einen ganz, ganz eigenen, sehr, sehr grausamen Platz in der Hölle. Also ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich das zum ersten Mal versuche, dass ich jetzt hier über diesen Cold Shoe Mount direkt ans Gerät kann. Okay, das sieht jetzt so aus. Das Kabel ist noch ein bisschen optimierungsbedürftig, genau, aber hängt jetzt an sich nicht in die Kamera. Ich bin wirklich unglaublicher Fan von diesen Rode Wireless Go Mics. Ich habe jetzt die letzten Projekte immer damit gemacht. Sie funktionieren sowohl als Empfänger, wenn man quasi der Empfänger ist hier, als Sender, wenn man hier ein Lavalier-Mic ansteckt und dann hier eine deutlich portablere Lösung halt hat, die man dem Schauspieler oder dem Interviewpartner anstecken kann. Sie haben aber auch selber ein eingebautes Mikrofon und das ist wirklich phänomenal, weil man die hier oben einfach anstecken kann, teilweise wirklich versteckt unterm Hemd. Ihr habt es vielleicht gesehen oder eben auch nicht gesehen in einem meiner letzten Videos. Ich stand in meinem letzten Video auf so einer Wiese auf Rügen und dort war es wirklich windig. Ich habe das Ding in mein Hemd reingebracht, so. Und mein Hemd hat tatsächlich diesen Wind auch gedämpft. Also hat wirklich wie so ein Dead Cat Windschutz funktioniert und trotzdem war der Ton gut. Jetzt muss man natürlich sagen, also für eine Kinomischung reicht das hier auch nicht. Ne? Also man hat hier auch mit diesen kleinen eingebauten Mikrofonen so ein Stück das Problem, dass je nach Winkel es dann doch sehr unterschiedlich klingt. Und das ist eigentlich das größte Manko davon. Also bei so einem Lavalier-Mic wie hier, selbst wenn es so ein billiges ist, hat man einfach eine andere Richtcharakteristik. Es gibt dann einfach mehr
mehr Raum, wo hier Ton gut ankommen kann. Vereinfacht gesagt, hier ist es einfach so, dass wir natürlich rein physikalisch limitiert sind, weil wir so einen Plastikumbau haben. Und wenn wir halt schräg drauf kommen, dann kommt halt einfach weniger an. Das ist schade. Das kann ich jetzt natürlich meinem Partner hier anstecken und dann halt filmen. Und dann habe ich hier eigentlich schon mein Setup. Das ist eigentlich wirklich alles. Ich habe beim Schnitt des Demo-Materials, das ihr hier am Ende dieses Videos seht, gemerkt, dass da irgendwie mein Konzept mit der Rode Wireless Go doch noch nicht so ganz funktioniert. Und zwar habe ich festgestellt, dass ein Kabel fehlt. Und zwar ist das ein sogenanntes TRRS-Kabel. Das sorgt dafür, dass das iPhone auch versteht, dass das Rode Wireless Go ein Mikrofon ist und kein Kopfhörer. Und jetzt kann ich natürlich aber auch das Mikrofon zum Beispiel hier anstecken. Und das ist eigentlich ganz geil, weil ich hier ein Mikrofon habe, das jetzt zum Beispiel eine deutlich bessere Ausrichtung hat als das interne iPhone-Mikrofon und ich jetzt auch daran nicht rumkratze. Das heißt, so habe ich auch einen viel besseren Ton. So, also das heißt, ich kann wirklich, wenn ich jetzt niemanden habe, den ich das anstecke, so losgehen und kann wirklich eigentlich ganz ordentlich filmen. So, hier, das ist so eine Sache, die liebe ich. Bei diesem Small Rig Top Handle gibt es hier so eine kleine. Also man muss einfach nur auf die Idee kommen als Hersteller. Ne? Es gibt hier so eine kleine Aussparung für Inbusschlüssel. Und dadurch kann man den hier reinschieben und hat ihn einfach immer dabei, wenn man dran denkt. Also ich kann jetzt quasi wirklich so das Ganze greifen und halten. Kann aber auch direkt zum Hochformat wunderbar handlich wechseln. Kann aber auch im Hochformat so halten und quer, also das ist schon jetzt abgefahren. Kleines Beweisvideo, dass das Ganze funktioniert, kommt jetzt hier am Ende noch für euch. Hier, schaut mal. Ich spüre es wirklich, also es geht direkt ins Blut, so. Also es passiert wirklich so, diese Ohrschranke geht rein in den Körper. Liegt aber auch an deinem kulturellen Background. Ne? Ja, ja, ja. Du bist damit ja groß geworden. Ich bin Weltbürger. Das ist Musik, die mir zeigt, dass meine Nation keine Grenzen kennt. Alors moi j'aime le show. Je fais la Delaco System de 2-3-6. Parce que nous sommes Cameroun. Hey, danse. Regarde comment l'Africain il est chaud. Dans ses petits pas. Yo, hey. Dann werde ich paranoid. Gott, es will mir nicht das Glied. In dieser Kette, ich will keine Fliege. Ja, hallo? Hallo, ja. Du, ja? Ich mache gerade ein YouTube-Video über mein cooles neues Handy-Rig und ich laufe gerade noch. Ich rufe dich danach mal kurz an, okay? Okay. Okay, 5 Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Ja, man kann auch mit dem Setup telefonieren, ist cool, ne?